So, hallihallo meine lieben Freunde, zurück zur Volta und wir haben wieder einen Pokal gewonnen in Tokio. Pete ist angekrochen gekommen von wegen, naja, ihr habt doch ganz gut gespielt, tut mir irgendwie leid, wenn du doch Hilfe brauchst, meld dich. Habe ich getan, Neuverpflichtung, er nicht, denn da war definitiv einer dabei, der wesentlich besser war in den Werten. Pete kann vielleicht gut dribbeln, aber der Rest war einfach nur schlechter. Von daher brauchen wir ihn nicht. Aber ich habe irgendwie doch das Bedürfnis, ihn zu verpflichten, obwohl ich ihn nicht mag. Ach, wisst ihr das? Man mag irgendwie was nicht, aber will es trotzdem irgendwie haben. Komische Sache. Von daher gucken wir jetzt mal, was hier noch für komische Sachen passieren. Ich hoffe, es gibt jetzt ein Video. Oh, sehr gut. Wow. Macht dir was Sorgen? Wegen des Spiels. Wir sind bereit. Und ich bin's auch. Okay. Und los geht's! So, also spielen wir jetzt gegen seine Crew. Und das kann ja nichts Gutes heißen. Okay. Leute, das heißt Arschbacken zusammenkneifen und beißen. Wird schwierig. Wird schwierig. Aber schwierig heißt nicht unmöglich. Mal gucken, wie sich unsere Neuverpflichtung Rocky Barbora rechts macht. Irgendwie ein cooles Logo mit dem Affen. Dafür habe ich dich geholt. Oi. Oh, Leute. Nein. Oh, Schätzchen. Ach Mann! Jawoll! Der wäre schön geworden. Oh! Ah, wieder dieses klassische, ich heb mal das Beinchen. Aber man kann hier richtig viel Skill machen, wenn man möchte. Komm Leute, nicht nachlassen. Danke fürs Platz machen. Team Viagonix geht weiter höher in Führung. Ja Mann, cooler Move. So, ein Tor. Hört zum Sieg. Ein Tor fehlt noch.
Ja! Sehr cool. Alle aussteigen lassen. Sieg. Spieler verpflichten, was können wir denn noch holen? Ich glaube, das... Oh, bitte, 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 bitte. Warum darf ich nicht? Warum darf ich ihn nicht verpflichten? Warum ist er gesperrt? Schade. Der hat uns echt gut getan. Gut, gut, gut. Okay. Gut gemacht. Hey. Gut, gut. Gutes Spiel, danke. Gutes Spiel, Mann. Sehr gut. Gutes Spiel, Mann. Omedetto. Ja, Mann. Der Mann ist was Besonderes. Ja, ist er. Foto? Okay. Ja, Mann. Selfie. Nimm mal Selfie. Foto mit der Legende da aus Tokio, ha? Huh? Trotzdem möchte er nicht zu uns. Schade, schade, schade. Dann geht's jetzt weiter. Hey, gut gemacht in Tokio, Ref. Du warst klasse, doch. Gute Spieler heißt noch kein gutes Team. Daher musst du nach Amsterdam. Den Fußball, den die spielen, ist anders. Hart. Da, wo du hingehst, habe ich mit Ed van Gils trainiert. Hör zu, ich komme gerade von der OP und die Genesung dauert noch. Daher musst du neue Spieler für mich finden. Und denk an das Sprichwort. Wenn Amsterdam dich nicht umbringt, macht es dich stärker. Ja. Echt? Kenn ich nicht. Kennt ihr das Sprichwort? Rocky! Naja, ab nach Amsterdam. Fußball. Und Shisha. Und ein bisschen Haschisch. Und düstere Straßen. Was denn, ein Hinterhof? Hier ist nichts. Und was hat der für Probleme, bitte? Wo soll ich denn hinfahren, hä? Ups. Der ist groß und wütend. Hast du was gesagt? Hab dich nicht gehört. Komm raus! Sag mir das ins Gesicht! Das gibt's nicht. Sid? Rev? Was geht hier? Was macht ihr denn hier? Jay hat uns geschickt. Die Reste seines Teams. Hier soll irgendwo ein Platz sein. Ja, ja, das Ding heißt, das Ding hieß, Wasserkocher? Du meinst den Boiler? Ja. Ja, genau, ja, der. Ja, 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 Boiler. Den? Klar kenn ich den, da will ich auch hin. Für euch beide hier ist das nichts. Geht ziemlich zur Sache. Meinst du, das stört uns? Ja. Ja? Okay, dann park da hinten und wir sehen uns auf dem Platz. Big T. Ja, so trifft man alte Bekannte wieder. Dude, echt jetzt? The Boiler, Amsterdam. Ich hab's doch gesagt. Für manche ist der Boiler zu heiß. Hab euch gewarnt. Wann geht's? Ed! Hey! Na, wie geht's, Mann? Hab verloren. Verloren? Ja, passiert halt. Gegen wen? Das wirst du gleich sehen. Also, wie sieht's aus? Ist das was für euch?
Gib uns ein Spiel. Bitte. 4 gegen 4, Rushkeeper. Der Sieger macht weiter. Aber einfach spielen ist nicht. Ich meine, euch kennt hier keiner. Hey! J10! Ihr seid dran! Willkommen in Amsterdam! Ed van Gils kennt uns. Tatsache. Aber wer im Boiler groß sein will, muss auch groß aufspielen. Der Godfather hat euch gerade eingeladen. Rekord ist 5 Siege in Folge. Viel Glück. Danke. Die Story nennt uns auch J10. Das lässt mich ja schon wieder an meinen Namen zweifeln, ne? Nein, da will ich nicht hin. Dann machen wir es vielleicht doch wieder rückgängig. Damit die Story uns so nennt, machen wir J10. Welches Wappen hatten wir denn? Mal das. Gehen wir zurück zu alten Wurzeln. Okay. Team anpassen, 72er Team, passt. Ist auch ganz cool. Ja, das Team ist stark genug. Auf geht's. 6 Spiele. Amsterdam, zijn jullie nog wakker? Op enkele ogenblikken de aftrap. Maar eerst wil ik dat jullie deze ploegen een luid applaus geven. Oh, die heißen auch J10. Irgendwie nervig. Hoppa! Wo schießt sich denn hin? Knapp, aber Tor. Jake. Oh, das war ja einfach. Schön. Sieht ganz danach aus, als werden wir dieses gewinnen. Na komm. Oh. Boom. Sieg. Schön. Was geht? Wir gehen next. Da. Spiel
Spieler verpflichten. Ich frage mich immer, können wir dann noch welche aus der Crew rausschmeißen? Naja. Anscheinend kriegen wir da keinen weg. Aber ja, schauen wir mal, was uns in den nächsten Spielen erwartet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mal gucken, wie Amsterdam uns schmecken wird. Runde 2 ist demnächst dran, ne? Gegen die Majestics. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, Leute.